Hey Leute, bevor das Video losgeht, noch eine ganz kurze Ankündigung. Wie im letzten Video schon in längerer Fassung erwähnt, am 19.09. im Eastside Gym, alle Informationen unten, Q&A, ihr könnt kommen, Bilder machen, Fragen stellen, alles mögliche. Von 11 bis 16 Uhr, alles komplett kostenlos. Alle, die da vorbeikommen, bekommen noch Bonus auf all meine Sachen, die demnächst an den Start kommen. Viel Spaß beim Video, haut rein und vielen Dank für euren Support. Wir mussten gerade bei der Russland-Einreise unsere Menschenrechte abgeben. Man kommt rein und kommt zu den Früchten und natürlich hier zum Wodka. Das sind die wichtigsten Dinge wahrscheinlich hier. Ihr seht, was hier abgeht. Dass ich hier die harten Militärklamotten reinziehen. Tausende Einfahrt, löchriger Boden, alles richtig krass im Arsch. Und ich muss echt zugeben, es sieht eigentlich eher aus, als ob man hier in so einen Stripclub reinläuft. Putin-Handy hier. Ey, wie er hier auf dem Pferd reitet. Hier ist der Tennisplatz am Start, hier ist das Poolhaus, Leute, hier was zum Abchillen. So Leute, schaut euch mal dieses harte Essen an, das ist ja alles gibt. Profil Invade Russia, oder? So Leute, Mann, wir sind gerade gelandet in Moskau, als mir hier gerade eine Story im Flugzeug erzählt hat. So Leute, jetzt fahren wir langsam hier nach St. Petersburg rein. Ich zeige euch mal die ganze Nummer hier. So sieht der äußere Stadtrand aus. Jetzt bin ich gleich noch ein bisschen näher, je näher wir kommen. Bin ich mal gespannt, wie die City so aussieht. Ich habe es natürlich bei Google Bilder schon mal abgecheckt. Aber jetzt live. Draußen natürlich erstmal ein bisschen die nicht so schönen Hochhäuser. Ein bisschen die Industrie, wie ihr hier hinten sehen könnt. Die Kamine etc. Jetzt geht es immer näher rein. Ich werde hier ein paar Abschnitte filmen. So, jetzt sind wir gerade von der Autobahn abgefahren, jetzt geht es hier in die Stadt rein und eigentlich immer noch recht grau, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wie es innen drin aussieht, also so jetzt mal der allererste Eindruck, wenn ihr von der Autobahn abfährt. Killer Fish Bar. Hier sind auch schon ein paar Nachtclubs und sehr viele asiatische Autos, also sehr viele Toyotas, Hondas, Mitsubishis. Sehr viele Melonen gibt es auch hier, da seht ihr so einen Melonenstand dort drüben. Die werden hier auch angebaut, hier in der Nähe. Ich werde mir wahrscheinlich dort noch einige reinziehen von diesen Melonen. Und wir kommen der ganzen Sache langsam näher. So Leute, das erste schöne Gebäude hier von der Gazprom. Und was wir auch definitiv abchecken werden ist... Das ist das Neue, das bauen die gerade. Also es gibt eine S-Bahn und auch eine U-Bahn. Und diese U-Bahn, die soll anscheinend mega weit unter dem Boden liegen, weil St. Petersburg auf einem Sumpfgebiet gebaut wurde. Und das schauen wir uns definitiv an. Also wir machen hier nicht nur Urlaub und Geschäfte, wir machen auch ein bisschen Kultur, checken die Stadt ab. Da seht ihr mal die S-Bahn. Und hier sind also sehr breite Straßen. Ich finde, es sieht ein bisschen so aus wie in Berlin, wenn ich ehrlich bin. Schau mal da. Da vorne ist dann auch so ein, ja, fast schon wie so ein Triumphbogen, ja, so ein Tor. Da sind seitlich die Gebäude auch so ähnlich hoch wie in Berlin. Die Straßen, Straßenbahnen, also sehr, sehr ähnlich das Ganze. So, wir nähern uns im Stadtzentrum und ich finde, hier sieht jetzt eigentlich eher aus wie München sogar. Ja? Die Autos zwar nicht ganz so schön wie in München, aber wir haben jetzt auch hier tolle Autos gesehen. Gerade eben eine neue AMG S-Klasse. Hier haben wir so einen Fluss mitten in der Stadt, so wie die Isar auch in München. Die Häuser sehen sehr ähnlich aus. Also ich muss doch schon sagen, ich finde es schön. Viele Parks haben sie am Start. Hier haben wir das Theater, wie ihr sehen könnt. Also sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus zu München, muss ich sagen. Definitiv. Da drüben sind sogar Kriegsschiffe, Leute. Versuch mal drauf.
glaube, ich habe es gerade drauf bekommen. Guck mal von hier. Das ist so für die Touristen, also die fahren dann einfach ab. Drüben sind so fette Kirchen am Start. Ich hab echt einen schlechten Ausblick. Hier sind so die goldenen Kirchen, die ihr hier sehen könnt. So, hier ist das Stadion von St. Petersburg. Da kann man diese großen Lichter sehen. Da ist das Stadion für die Fußballmannschaft. St. Petersburg, drüben im Gebäude. Jetzt kommen wir also wirklich sehr nahe ins Stadtzentrum rein und ich finde, der Verkehr ist auch echt noch mega easy, also es geht wirklich. So Leute, was geht? Wir sind jetzt hier im Sushi-Laden, ich würde noch direkt mal zeigen, asiatisches Style, sieht richtig easy aus, da seht ihr so die ganze Bücherwand. Und ich muss echt sagen, die Russen haben Stil, ja. Hier wird Sushi aufgezündet, überall. Kann ich jetzt sehen. Da seht ihr also, was hier abgeht. Ich werde gerade gefragt, was hier so passiert. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Laden. Und ich will jetzt einfach mal zeigen, was hier so abgeht, wo wir wohnen, wo wir essen, wo wir trainieren. Ein paar Einblicke von Russland. Ihr seht das Menü hier. Es ist wie so ein Magazin. Ja, das ist alles hier voll. Hier gibt es Pizza, asiatisch. Alles, ja. Frühstück. Alles ist am Start. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier ein paar vegane Sushis rausziehen. Und dann zeige ich euch, was wir essen. Aber die haben hier zum Teil wirklich Restaurants anscheinend, wo im Endeffekt All-in-One, Konditorei ist auch mit dabei, Frühstück, alles. Also wir suchen was aus und dann zeigen wir es euch. So Leute, hier werden schon die Miso-Suppen, werden hier schon reingehasselt. Und was man sehr viel trinkt, sind diese verdammten Süßgetränke. Da sind wahrscheinlich so ein Kilo Zucker drin. Alter, nein, die sind schon halbwegs in Ordnung. Ja, halbwegs. Die schmecken auch gar nicht so mega süß. Also ich hatte gestern eins, war so ein Kilo Zucker drin. Deswegen nehme ich lieber den Grüntee und warte auf mein Essen. Und weil sehr viele Sushis hier nicht vegan waren, habe ich mir noch Oatmeal dazu bestellt, also Haferbrei. Bin mal gespannt, wie der schmeckt. Wenn der gut ist, dann hole ich mir direkt noch ein paar Portionen mehr. Und der kostet mich hier umgerechnet ungefähr 1 Euro. Was hier auch sehr geil ist, hier gibt es dieses Breakfast all day. Und das ist natürlich für uns schon geil, wenn man so die ganzen Hafer-Sachen und sowas. Ganz genau, Low Fat, High Carb. Den ganzen Tag essen kann, ist halt schon geil gemacht. Ganz genau. So Leute, bei mir geht es jetzt hier los mit so einem veganen Salat, den wir jetzt hier am Start haben. Drüben gibt es schon die ersten Suppen, Reis. Ich werde mir jetzt hier auch noch. Schau mal einfach, ob ich nur Reis da bestellen kann. Ja? Also, es kann beginnen. So, der Ewald zieht sich hier so einen veganen Fried Rice. Auch schon gut. Mir ein Tick zu viele Fats, deswegen nehme ich lieber Oatmeal. Mit einer extra Portion Reis und gleich noch Sushi mit dazu. So Leute, jetzt geht's bei mir weiter hier mit Reis, einfach nur Sojasauce drauf, dann haben wir es hier schon. Und da drüben ist hier so ganz harte Sushis und Lachsröllchen. Zack. Natürlich nichts für mich, aber ich glaube, das schmeckt auch ganz geil. So Leute, das Finale hier, meine Algenkollegen, Avocado, Gurke, Sushis. Bei mir das Finale, der Ewald zieht sich irgendeinen fettigen Dreck rein. Und hier der Kollege gönnt sich auch Lachs und so Zeug. Ich denke, ich bin dann so mit allem drum und dran bei ca. 300 Carbs bei mir, wahrscheinlich so 30, 40 Proteins und noch unter 10 Fett höchstwahrscheinlich. Also besser geht's nicht mehr, ich bin wieder top unterwegs. Bis nachher das Abendessen, wir wollen noch in den Mall gehen vielleicht, Massagen, keine Ahnung was. Und dann geht's morgen wieder weiter. Wir müssen dem Ewald gerade zeigen, wie man mit Stäbchen ist. Hier gibt es jetzt hier die Nacht des Sushis. Da wird Cheesecake reingefahren. Hier wird gerade versucht beizubringen. Und die Teller stehen bei mir, weil halt die Kamera an ist. Ja. Und dann nachher kommt der eine Teller wieder zu Karl. Es gibt immer Leute, die behaupten, ich würde ja hinter der Kamera Fleisch essen und so. Völliger Quatsch, Leute.
So Leute, wir sind außerdem back im Crib. Wir sind jetzt hier gerade im Wohnzimmer. Ich mach mal so einen Rundumblick, ja. Hier, Ewald ist am Chillen. Und wir gehen jetzt gleich in so ein Shopping Mall, checken mal so ein russisches Mall ab. Dann im Anschluss schauen wir uns schon den ersten Supplement Store an. Und Termine gehen dann ab morgen los und wahrscheinlich auch noch eine Massage. Heute dann noch ganz easy. Jetzt warten wir noch kurz 5 Minuten nach dem Essen. Außerdem diesen Tokyo City hieß das Ding, oder? Ja, Tokyo. Also Tokyo City, echt mega easy die Preise. Wir haben jetzt für 4 Personen echt fett Essen 70 Euro bezahlt. Also nee, knapp 60 Euro, also 15 Euro pro Person. Also auch mega easy von den Preisen her. Jeder hatte Getränke, fettes Essen. Wir hatten alles am Start, also richtig gut, kann ich definitiv empfehlen. Und check auch mal die Konditoreien aus, da werden wir jetzt nachher mal reinschauen. Wahrscheinlich wird es da für mich nichts geben, aber ich schaue trotzdem immer mal gern. Ich bin auch ein Typ, ich kann auch gucken, riechen und trotzdem weitergehen. Der eine oder andere kann das nicht, aber ich mag einfach die Dinge auch zu sehen. Bis gleich. So Leute, jetzt gehen wir hier. Wie ihr sehen könnt, in die U-Bahn, die sieht so aus. So, da passen auch wirklich Leute auf. Ja, auf unsere Gains natürlich. Ja. Gain City, bitch. Gain City. Jetzt schaut ihr mal das an, ja. Schau mal nach hinten. Leute, da geht's jetzt hier wirklich wahrscheinlich erstmal so wieder so ein paar Minuten lang runter, oder? Ja. Also jetzt warten wir hier erstmal ab. Ich schaue auf die Uhr, Leute. Und dann filmen wir, wenn wir wieder drin sind. Aber ganz geiles Netz hier, deswegen ihr braucht kein Auto, ihr braucht auch gar kein Taxi und so. Es ist mega billig, was haben wir jetzt hier bezahlt für die ganze Fahrt, Leute? Ja, 50 Cent pro Fahrt, also 50 Cent pro Fahrt, also voll easy, Leute. So Leute, jetzt sind wir angekommen. Ich finde, hier sieht es wirklich schön aus, also die haben ihren Underground, haben die echt schön gemacht. Sieht wirklich aus wie München-Isar-Tor, also alles sehr, sehr schön. Alles sogar mit Marmor, richtig schöne U-Bahn-System und jetzt gehen wir gleich in den Shopping Mall. Ich bin mal gespannt, ob der vergleichbar ist. Dann haben wir sogar so ein paar Fitness-Boys im Start. Also überall verbreitetes Zeug. So, und wie auch schon beim Runterfahren, das Hochfahren dauert auch wieder ewig. Man sieht das Ende schon gar nicht mehr. So Leute, hier im russischen Mall, gerade schön reingelaufen. So sieht das ganze Ding aus. Jetzt bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wo gehen wir als erstes hin? Wo gehen wir als erstes hin? Ich laufe einfach mal durch, schauen, was es hier so gibt. Und ihr seht schon mal, also das ganze Ding hier ist wirklich groß, ja? Ist wirklich groß. Wir liefen hier gerade schon mit Supplements rum. Also Fitnessboom auch hier, Mann. Fitnessboom auch in St. Petersburg. So Leute, schon haben wir den ersten Supplementladen entdeckt. Haben die wahrscheinlich auch hier alles am Start. Checkt's mal ab. Optimum Nutrition, Ronnie Coleman, BSN und bald auch ProFew. So Leute, sind wir aus dem Mall raus. Mit der U-Bahn weitergefahren, jetzt gehen wir direkt zum nächsten Mall. Jetzt sind wir hier bei der Hauptstraße in St. Petersburg. Ja. So sieht das Ganze aus. Mega fette Straße. 5 Spuren mittendrin. Und da geht's zum nächsten Mall und genau da gehen wir jetzt hin. So Leute, jetzt sind wir hier in so einer Schickimicki-Mall. Und da ist wirklich ungefähr gar nichts los, ja, mitten am Tag. Hier so eine Schickimicki-Mall. Da sind diese ganzen Marken am Start. Armani, Versace, Gucci, so Zeug. Von dem ich glaube, so ungefähr fast gar nichts besitze. Aber jetzt kommen wir vielleicht in einen anderen Teil rein. Ja, Bogen und solche Sachen. Wirklich so eine Schickimicki-Mall. Es ist aber tatsächlich gar nichts los, muss man sagen. Also ich bin wirklich überrascht. Montag, wahrscheinlich ist ja an anderen Tagen mehr los. Wir schauen mal, was es hier so gibt. So Leute, keiner das Einkaufen, nur alle am Abschmausen. Da seht ihr das Ganze, wie das hier aussieht.
Wie viele Malls gibt es denn hier so in St. Petersburg, Ewald? Was schätzt du? Boah, ich weiß gar nicht. Hey, bestimmt schon so 10 Stück. Gut. Wahrscheinlich checken wir gleich den nächsten ab. Wir machen jetzt hier wirklich den Schnelldurchlauf, was Shopping, Kultur, City, alles angeht. So Leute, in der Zwischenzeit waren wir in noch einem Fitnessshop. Jetzt sind wir hier in der fettesten Mall anscheinend, die es überhaupt gibt in St. Petersburg. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was hier abgeht. Und die Straßen sind hier schon crazy. Also wir waren jetzt gerade schon wieder auf so einem Platz mit so einem Obelisk, wo wirklich fünfspurige Straßen zusammengekommen sind. Echt fette City. Und ihr seht hier, jetzt sind wieder auch die Menschenmengen am Start. Also hinter uns, vor uns, überall richtig viel los. Auch wieder Starbucks am Start. Das sehen wir direkt hier vorne. Jetzt gucken wir uns mal diese Sache an. Aber ich denke, jetzt wird es auch eine ganz andere Nummer. Jetzt sehen wir uns mal das Ganze hier von innen an. Also jetzt hier wirklich übelst fette Mall am Start mit den üblichen Marken, und ich bin jetzt mal gespannt, was die Russen auch so an Eigenmarken zu bieten haben. Ich habe gerade meinem Kollegen erzählt, letztes Mal, als wir in Bangkok waren, da gibt es einen Shopping-Mall, der heißt Siam Paragon. Da kannst du im 6. Stock sogar Ferrari, Rolls-Royce, Bentley so kaufen. Darauf kamen wir, weil da vorne war gerade so ein Klamotten-Ferrari-Shop. Da meinte ich zu ihm, ja, in Bangkok gibt es noch was viel, viel krasseres. Da kannst du dir direkt eine Gucci-Handtasche und hinterher einen passenden Bentley dazu kaufen. Das ist richtig brutal. Runter, hoch. Also das Ding ist so riesig, wir kennen uns noch gar nicht aus. Aber jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen zurechtfinden. So heißen hier die Supermärkte, Leute. Also wenn ihr mal sowas haben wollt, das sind die Bankautomaten, das sind die Damen. Und hier seht ihr auch die harten Konditoreien. Wir haben hier überall die härtesten Sachen am Start. Also wirklich vom Feinsten. Und das sind wirklich die einzigen Situationen, in denen ich ein bisschen bereue, vegan zu sein. So Leute, meine, für heute haben wir eigentlich genug Mall-Action gehabt jetzt. Es ist ja eigentlich alles sogar ein Tick teurer hier als in Deutschland für den deutschen Sachen her. Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich sind so 80% sind so internationale Marken und vielleicht 20% so russische, wie beispielsweise für diesen Rapper Timothy. Du hast seine Modelinie Blackstar. Blackstar beispielsweise, ja. Aber ansonsten ist ja eigentlich fast alles gleich. Die haben da oben sogar Lego, haben die verschiedensten Sachen. Jetzt essen wir noch eine Kleinigkeit und dann hauen wir ab, Leute. Für heute war es das. Rest schon mal auch hier. Wrangler Lee, Vans, also alles komplett, wie es bei uns ist. Und ich glaube, ich kaufe hier mittlerweile sowieso fast nichts ein, weil Anzüge lassen wir machen. Für den Sport trage ich nur GA und sowas. Und in der Freizeit, da habe ich ja noch so viele alte Klamotten. Also ich kaufe mir fast gar nichts mehr. Und ich würde sagen, deswegen, die Mallnummer haben wir durch in Russland. Vorerst mal. Jetzt haben wir die 3 Tage wirklich vorbereitet, erholt. Und ich glaube, ab morgen geht es wirklich ins Business. Gut ins Gym. Ich habe mich auch bis jetzt echt sehr gut ernährt auch. Wird auch so weitergehen. Und für heute machen wir vorerst mal dicht. Vielleicht kommen noch ein paar Szenen, ansonsten war es das. Oh, noch eine Sache. Wir wurden vom letzten Mall evakuiert. Da war irgendwie so eine Bombendrohung oder sowas. Ich hätte eigentlich normal erst um 10 abends zugemacht, muss aber dann schon um 8 dicht machen. Richtig krass. Dann sind wir so über Notausgang raus, in den nächsten Supplement Store rein. Und bald müsst ihr keine Angst haben. Da gibt es auch in Russland vegane Top-Qualität aus Deutschland. Für all die Kaiser-Zuschauer, die bald einen russischen Channel machen, wird sehr, sehr cool. Die hatten sogar vegane Riegel, alles mögliche am Start. Also sind schon sehr innovativ unterwegs. Ich freue mich drauf. Ich finde auch das Land hier richtig geil. Ich freue mich jetzt wirklich auch drauf, öfter hier mal herzukommen. Richtig cool. Und jetzt sind wir erst raus. Bis morgen.